Was geht, Leute? Mein Name ist Leute Danny. Willkommen back bei Would You Rather. Ich hab schon zwei Folgen davon hochgeladen und irgendwie macht es extrem viel Spaß. Vor allem, ich liebe es einfach in die Kommentare zu gucken, wenn ich es uploade, weil immer jeder hat seine verschiedene Meinung und dann diskutieren die Leute immer und das liebe ich einfach, wenn die Leute in den Kommentaren diskutieren. Deswegen will ich heute noch eine Folge machen. Außerdem bin ich heute irgendwie motivationslos ein bisschen. Heute kommt der Star Wars Film raus. Ich will ihn unbedingt sehen. Unbedingt. Aber, ja, Videos haben natürlich Vorrang und deswegen nehmen wir heute Would You Rather auf. Ist ja auch sozusagen eine Art Spiel. Ist eine andere Art Spiel, aber es ist ein Spiel. Also, Would You Rather. Würdest du lieber extrem hässlich sein oder be extremely attractive but have a hand that smells perpetually like poop? Also würdest du lieber entweder richtig unattraktiv sein, so richtig unattraktiv, so richtig hässlich, kann man sagen, oder würdest du lieber richtig attraktiv sein, aber eine Hand haben, die dauerhaft nach Scheiße schmeckt? Und ich würde mich für das Rechte entscheiden, weil, ganz ehrlich, so richtig hässlich sein, ich weiß nicht, so richtig, richtig hässlich, so, das ist schon nicht so gut, finde ich, keine Ahnung. So, ich bin lieber gut aussehend, aber dafür habe ich eine Hand, die stinkt, also so, die richtig stinkt. Ich weiß nicht, was man dagegen, man kann ja dagegen was tun. So, gegen Hässlichkeit kann man auch was tun. Aber irgendwie habe ich lieber Sachen, die stinken. Also ich weiß nicht. Ja, ich würde auf jeden Fall das nehmen. Und yay, 61% der Leute stimmen mir zu. Die meisten wollen nicht hässlich sein. Would you rather play with dog do... Was? For 3 minutes, would you rather play with dog do, like play do, sit in someone else warm urine? Also. Also. Ich weiß nicht, was dieses Play-Doh heißt, aber würdest du lieber mit Scheiße von meinem Hund spielen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder? Oder in der Pisse von jemand anderem sitzen. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, aber ich würde lieber in Pisse von jemand anderem sitzen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber... ja, ich würde auf jeden Fall das Rechte nehmen, weil... Pisse ist warm und momentan ist es kalt draußen und deswegen wäre es eigentlich ganz gemütlich. Nee, bitte, lass uns einfach zur nächsten Frage gehen. Would you rather get $20, also $20 bekommen, oder get frequently complimented for one day? Also würde ich lieber $20 bekommen oder für einen Tag lang dauerhaft Komplimente bekommen? Und ich nehme die $20. Wer braucht Komplimente? Ich kriege nur Komplimente. Would you rather be best friends with Harry Potter? Das wäre episch, ich könnte mir Zaubern beibringen und alles. Das wäre richtig Hammer, würde ich gerne tun. Be best friends with Katniss Everdeen. Ich habe keine Ahnung, wer der Rechte ist, also ich nehme Harry Potter. Yay! Harry Potter, extrem bekannter Film. Ich habe sogar nicht alle Sachen von Harry Potter gesehen. Also ich war nie so Harry Potter Fan. Ich habe die Bücher nicht gelesen, haben sehr viele getan, die Bücher gelesen, bestimmt auch einige von euch. Ich habe es nicht getan. Und Filme habe ich ein paar gesehen, aber nicht alle. Und ich kenne auch nicht alle Namen. Ich kenne nur Hermine, Harry, Voldemort und die ganzen ganz bekannten Leute. Aber so, keine Ahnung, ich interessiere mich nicht so für Harry Potter. Keine Ahnung, wieso. Ich habe nie so den richtigen Weg dahin gefunden. Bisschen schade, weil Harry Potter ist wirklich, wirklich geil. Aber leider war ich immer so mehr in die Richtung Star Wars, so Fanfiction und alles. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen komisch. Aber Star Trek mochte ich auch nicht. Keine Ahnung wieso, Star Trek habe ich auch nicht geschafft, weil das da ein bisschen zu viel Fanfiction war. Also zu viel irgendwie. Das war dann wieder schon zu unlogisch. Ich meine, Laserschwerter sind unlogisch, aber Laserschwerter sind trotzdem irgendwie voll... Ich weiß, es ist einfach geil, okay? Star Wars Nummer 1. Would you rather have your best dream and the worst nightmare come true? Okay, Moment mal. Lass mich so verarbeiten, okay? Have your best dream... And your, also quasi meine besten Träume und meine negativsten Träume, also meine Albträume, erwachen zum Leben. Oder never have any of your dreams come true. Ich sag mal so, wenn ich so überlege, was für Albträume ich hatte mehr Albträume als Träume, die mich richtig erfreut haben, weil ich weiß nicht, was habe ich Gutes geträumt? Ich habe Gutes geträumt, dass ich mit meinen Freunden irgendwo war und dann haben wir Spaß gehabt und das kann man auch so haben. Aber jetzt, wenn ich überlege, an was ich Schlechtes geträumt habe, es gibt schon einige Sachen, die wirklich richtig scheiße waren. Zum Beispiel, an einen Traum erinnere ich mich, da war ich 6 und ich habe quasi... Diesen Traum werde ich niemals vergessen. Ich weiß nicht wieso, ich habe davon geträumt, dass ich 6 war, aber ich habe
ihn einfach nicht vergessen. Und zwar, ich bin mit meiner Mutter nach Polen gefahren und ich war, als ich ganz jung war, ein Muttersöhnchen, ein extremes Muttersöhnchen. Und wir sind nach Polen gefahren und ich war so ein Muttersöhnchen, dass ich so extrem Muttersöhnchen war. Also ich war extrem nach meiner Mutter. Und da waren wir in diesem... Also wir sind an diesem Tag wirklich nach Polen mit dem Bus gefahren und im Bus bin ich eingeschlafen und dann habe ich das geträumt und ich habe geträumt, dass ich im Bus mit meiner Mutter sitze und dass wir anhalten, um was zu essen und das Ganze, man hält hier irgendwann an. Und dann war ich mit meinem, da waren wir in diesem Restaurant dort mit diesen anderen Menschen und ich sag so zu meiner Mutter, ich will jetzt auf Klo gehen, das, ich war halt noch ein kleiner Danny und da bin ich auf Klo gegangen. Und hab mein Geschäft gemacht und alles, da bin ich zurückgegangen ins Restaurant und da war keiner mehr dort. Und dann bin ich rausgerannt und dann ist der Bus ohne mich weggefahren. Und das war damals, als ich jung war, mein schlimmster Albtraum, dass sowas passiert, dass ich allein gelassen werde. Ich hatte extrem Angst davor und deswegen irgendwie, ich weiß nicht, ich habe den Traum niemals vergessen. Und da bin ich im Bus aufgewacht und da war ich froh, dass alles nur ein Traum war. Und deswegen, ich will auf jeden Fall nicht, dass das irgendwie, keine Ahnung, deswegen nehme ich keine Wünsche gehen in Erfüllung. Obwohl, mit Wünschen kann auch gemeint sein, dass man, also es heißt hier Dreams. Und Dreams bedeutet Träume, aber Träume kann auch Wünsche heißen auf Englisch. Aber Nightmare, okay, damit ist es in Träume genannt, also nein. Ich will, dass gar nichts in Erfüllung geht. Wow! Okay, ich müsste mir mal eine Strafe einfallen lassen. So, wenn die Mehrheit irgendwie nicht auf meiner Seite ist, dass ich irgendwann irgendwie eine Strafe bekomme. Wenn ihr irgendwie eine Strafe wollt, dass ich die mache, quasi wenn ich irgendwas nehme, wo die Mehrheit nicht auf meiner Seite ist, dann muss ich mich selber irgendwie bestrafen oder so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich machen kann. Wäre bestimmt witzig. Would you rather vacation in the Pacific, also im Ozean, Pazifik ist ein Ozean, oder vacation in the Caribbean? Ich nehme das hier. Yay, die meisten sind auf meiner Seite. Die meisten sind auf meiner Seite. La 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 la. Would you rather not know how to read? Würdest du lieber nicht lesen können? Und ich weiß, ein paar Leute denken, ich kann nicht lesen, weil ich manchmal ziemlich schlecht im Lesen bin. Aber ich kann eigentlich relativ gut lesen. Es ist nicht so, dass ich gar nicht lesen kann. Ich war auch in der Schule, habe lesen gelernt und alles. Und ich habe auch mehrere Bücher schon gelesen. Aber ich kann nicht lesen, wenn ich mich nicht für etwas interessiere. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwas im Spiel lese, ich will es nicht lesen. Ich will es einfach nicht lesen. Und dann bin ich gezwungen, es zu lesen, damit ich weiß, um was es in dem Spiel zum Beispiel geht. Und dann will ich es nicht lesen, bin aber gezwungen dazu, weil ich das Spiel verstehen will. Und dann lese ich schlecht. Dann lese ich mich oft, dann bin ich unmotiviert beim Lesen und kann nicht lesen. Da gebe ich es zu. Aber normalerweise kann ich lesen, okay? Ich kann lesen, ich habe schon mehrere Bücher gelesen, ich habe sogar ein Lieblingsbuch, von dem ich den Namen jetzt vergessen habe, aber ich habe es mal gelesen, das ist ein extrem leichtes Buch. Wenn ich es wiederfinde, dann sage ich euch den Namen. Also würdest du lieber nicht lesen können oder nicht wissen können, wie man schreibt? Und ganz ehrlich, ich würde lieber nicht wissen können, wie man schreibt, weil meine Leidenschaft sind Videospiele und das ist extrem. Ich liebe Videospiele über alles. Ich bin ein extremer Computerfreak. Ich sitze wirklich den ganzen Tag am Computer und nehme Videos auf natürlich, sonst würde ich nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Logischerweise, aber das ist halt auch irgendwie mein Job, deswegen mache ich das. Deswegen, und natürlich, weil ich mit Leidenschaft dabei bin. Aber wenn ich es nicht lesen könnte, dann könnte ich zum einen eure Kommentare gar nicht lesen. Und ich könnte die Sachen, die im Spiel passieren, gar nicht lesen. Und ich muss im Spiel eigentlich eher weniger schreiben, stimmt's? Ich meine, wenn ich sowas wie Fassade spiele, dann muss ich schreiben. Aber ich spiele sowas ja nicht alle immer, deswegen, ja. Not know how to write. Yeah, die meisten stimmen mir zu. Keine Ahnung, was mit denen 23% ist, aber... Ja... Außerdem könnte man ja das Lesen noch lernen. Ich meine, keiner sagt, dass man das Lesen nicht lernen kann, oder? Ich glaube nicht. Okay. Would you rather... Ich habe gerade Cola getrunken, sorry. Be a famous rapper. Ein berühmter Rapper sein oder... Be a notorious mobster. Keine Ahnung, was das Rechte ist. Ich wahrscheinlich so ein Insider-Shit in Amerika oder so. Aber ich wäre lieber ein Rapper. Ich würde sowas wohl rappen. Ich würde so die übelsten Texte schreiben. Das wäre so episch. Ich kann leider nicht rappen. Ich hätte schnell reden, aber ich kann nicht rappen. Keine Ahnung. Meine Rap-Skills sind nicht so da. Oder meine Stimme ist nicht so für Rap gemacht. Keine Ahnung. Ich bin musikalisch ziemlich untalentiert. Obwohl ich nicht so an Talent glaube. Ich glaube nur an Fleiß. Aber meine Stimme ist einfach nicht so dazu gemacht, um irgendwie zu rappen oder sowas, deswegen. Ich brauche kein Rapster zu sein, ich bin froh, wie es bei mir ist. Would you rather get electrocuted for 10 seconds? Also würdest du lieber Stromschläge bekommen für 10 Sekunden? Kommt drauf an, wie stark der Stromschlag ist, aber Stromschläge sind nicht gut, wenn ich es richtig verstehe, müsste ich aber eigentlich. Get slapped 20 times. Wow, das ist einfach eigentlich einfach. Würdest du lieber 20 Mal eine geslappt bekommen? Oder würdest du lieber
für 10 Minuten lang elektrisiert werden. Das verstehe ich darunter. Und jetzt, ich würde lieber 20 Mal geslappt werden, weil elektrisiert zu werden ist so ein bisschen, ich weiß, ich mag keine Elektroschocks, mir gefällt es gar nicht, ich stehe nicht so drauf, keine Ahnung, gibt bestimmt einige Leute, die drauf stehen. Also jetzt wirklich ein Elektroschock-Fetisch haben, gibt eine Menge Leute, die auf sowas stehen. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Aber, okay, ja, das mögen auch viele, wenn man sich slappt, das mögen viele. Aber, ja, ich will lieber geslappt werden. Und, yay, die meisten sind auf meiner Seite. Die meisten sind auf meiner Seite. Which you rather? Jetzt kommt's. Own an Xbox 360 or own a PS3. Also würdest du lieber eine Xbox 360 haben oder eine PS3. Und, jetzt muss ich dazu sagen, für die Leute, die das nicht wussten, aber ich mag die PS3 gar nicht so sehr. Ich finde, sie ist langsam. Irgendwie gefällt sie mir einfach nicht so sehr. Spiele sind cool auf der PS3. Geile Spiele. Besser als auf Xbox, finde ich. Aber Xbox 360 finde ich besser als PS3. Aber PS4 finde ich millionenmal besser als Xbox One. Meine Xbox One steht da hinten. Seht ihr sie? Da ist sie. Da ist sie. Da, wo mein Finger da ist. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Glaube eher weniger. Aber da hinten. Auf diesem Schrank ist meine Xbox One. Aber meine PS4 ist hier. Vielleicht neben meinem Fernseher. Aber ich finde Xbox 360 besser als PS4. PS3 meine ich. Aber PS3 finde ich nicht schrecklich. Aber hier würde ich mich tatsächlich für Xbox 360 entscheiden. Ich habe damals sogar meine PS3 verkauft für Xbox 360, weil ich mir quasi nicht beides leisten konnte. Und ich konnte meine PS3 verkaufen für eine Xbox, habe ich das getan, weil Xbox damals populärer war, wenn es um Call of Duty ging. Mittlerweile hat sich alles verändert, mittlerweile ist PS4 millionenmal populärer als Xbox. So ist es normal, viel mehr Leute haben eine PS4. Aber, ja, die meisten sind auch für eine Xbox. Would you rather only use Mac, only use Windows PC? PC, und ganz ehrlich, ich mag Mac nicht. Ich finde, ich weiß nicht, das Gute am Mac ist, ihr bekommt nicht so viele, ihr bekommt keine Virus. Ist die Mehrzahl von Virus? Aber ja, Virus. Aber, ich weiß nicht, Windows einfach so, ich benutze Windows schon, seitdem ich ganz, 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 ganz klein bin. Ich habe mit 80, glaube ich, meinen ersten eigenen PC bekommen. Windows 94 oder Windows 98? Windows 98, Windows 94, also 1994 bin ich geboren. Und Windows 98 war das Betriebssystem, was ich hatte. Ich glaube, so hieß das, nicht ganz sicher, aber ich benutze Windows schon seit meiner Kindheit. Und ich habe zum Beispiel ein iPad hier, das benutze ich jeden Tag. Und das iPad funktioniert wirklich perfekt. Das iPad funktioniert perfekt und ich nutze es auch und es ist von Apple. Aber wenn es um PCs geht, dann benutze ich lieber Windows. Vor allem, wenn ihr ein Mac habt, ich habe das Gefühl, man kann nicht mal so viele Spiele drauf spielen, weil Mac unterstützt gar nicht so viele Spiele wie Windows. Es gibt manche Spiele, das wusste ich zwar nicht, aber die unterstützen Mac gar nicht. Deswegen auf jeden Fall 100%ig Windows. Und ich glaube, mindestens 80% wird mir zustimmen. Ich mache die Augen zu. Und jetzt seht ihr es und jetzt mache ich die Augen auf. Was? Ich hätte gedacht, mindestens 80%. Was mögt ihr mehr? Ich mag Windows mehr. During a rowdy boxing match, would you rather have a section of your ear bitten off? Sowas wie Mike Tyson, Mike Tyson? Was, Mike Tyson? Ja, Mike Tyson, natürlich. Also würdest du lieber während eines Boxkampfes dein Ohr abgebissen bekommen? Das ist eine Referenz zu Mike Tyson, weil Mike Tyson das schon mal gemacht hat. Lose your two front teeth. Also, würdest du lieber ein bisschen von deinem Ohr verlieren, also abgebissen bekommen? Ein Teil deines Ohres, oder würdest du lieber beim Boxkampf deine zwei Zähne hier vorne verlieren? Und ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass das Linke tun würde, weil Lachen ist etwas, was ich sehr oft tue. Und ich lache sehr gerne, aber wenn irgendwie die vorderen zwei Zähne nicht da sind, man verliert einfach die Lust zum Lachen und das würde irgendwie das Leben sehr, sehr schweren. Aber so ein Stück vom Ohr zu verlieren, man kann jetzt trotzdem noch hören. Und ich weiß nicht, auf jeden Fall würde ich das hier nehmen. Auf jeden Fall. Und ich denke, mindestens 70% würden dasselbe nehmen wie ich. Wow! Yep, mindestens 70% haben dasselbe genommen wie ich. Ist aber auch logisch, weil diese zwei Zähne sind so die wichtigsten, finde ich. Und die da hinten, die sind nicht mehr allzu wichtig, aber alle Zähne sind wichtig. Vergesst nicht, eure Zähne mindestens zweimal am Tag zu putzen. Would you rather burp Konfetti Fart Glitter? Burp ist dabei rübsen, ne? Also Konfetti rübsen oder Glitzer pupsen. Ich würde es lieben, Glitzer zu pupsen. Wow. Was für ein Loser. Sie respektieren die Fürze nicht. Would you rather save the library of Alexandria from burning? Know what happened to Atlantis? Was ist denn das hier? Ich hab keine Ahnung, was Linke war. Would you, if you could choose an age to stay forever, would you rather be 10? Oh mein Gott, das ist wirklich eine coole, coole Frage. Das ist eine sehr, sehr geile Frage.
Also quasi, würdest du für immer lieber 21 bleiben oder für immer lieber 10? Das ist eine sehr geile Frage, weil diese zwei Alter sind beide sehr, sehr geil. Denn als ich 10 war, das Leben als 10-Jähriger ist ein Traum. Nein, nein, ist es nicht. Man geht zur Schule. Das heißt, ich würde für immer zur Schule gehen. Stimmt, ich würde für immer zur Schule... Obwohl, würde ich nicht. Die Leute würden irgendwann sehen, dass ich... Ja, also die Leute würden irgendwann sehen, dass ich nicht mehr alter. Und man ist ja nur 10 Jahre schulpflichtig. Aber dann bin ich 10, habe meine Schule schon fertig, aber kann noch nichts wirklich machen, weil ich dann erst 10 bin. Und die meisten Sachen, vor allem in Amerika, sind erst erlaubt ab 21. Als ich 10 war, wirklich, das Leben als 10-Jähriger ist sehr, sehr geil, weil man hat keine Probleme. Mann, ich habe den ganzen Tag nur Pokémon gezockt, mit meinem Gameboy, ich habe einfach extrem viel Spaß gemacht, ich war unabhängig von allem. Ich weiß nicht, wie ich es klären soll, aber man ist wirklich stressfrei. Jeder Mensch hat Stress, ich habe auch ab und zu mal Stress und bin schlecht gelaunt. Aber als 10-Jähriger ist man so, da juckt einfach einen gar nichts, wenn ihr versteht. Das ist einfach richtig geil. Aber ich habe meine Zeit genossen, dass ich 10 war und ich denke, das reicht. Und wenn ich 21 bin, da kann ich wenigstens auch die ganze YouTube-Sache weitermachen, weil, kommt schon, nicht alle wollen unbedingt einen 10-Jährigen anschauen. Ich bin jetzt 20 und ich finde, also ich freue mich darauf, wenn ich 21 werde. Und ich würde gerne für immer 21 bleiben. Natürlich geht das nicht, weil jeder Mensch alt hat. Jeder Mensch wird irgendwann alt sein. Ich, du und jeder Mensch wird irgendwann alt sein. So funktioniert das. Aber 21 ist das perfekte Alter. Das habe ich immer gesagt. 21 war immer mein Lieblingsalter. Als ich 18 war, gut, fand ich ganz geil. Aber 21 war mein Traumalter. Deswegen, ich würde für immer lieber 21 bleiben. Auch wenn ein Kind sein, macht wirklich Spaß, aber doch lieber 21. Gott, ich rede ziemlich viel heute. Und wow! Verdammt, sind das viel! Heftige Scheiße. Okay, would you rather be extremely paranoid? Paranoid? Oder be extremely naiv? Ich weiß nicht genau, beides ist nicht gut. Aber eine Sache, die ich gar nicht mag, und zwar naiv zu sein. Ich bin so ein Typ, ich bin sehr, sehr, ich bin das Gegenteil von naiv. Ich verstehe auch nicht wirklich, wie man naiv sein. Also naiv bedeutet sowas wie, wenn man wirklich, viele Frauen sind naiv, zum Beispiel wenn es um Männer geht, der Mann sagt zum Beispiel, ja, ich liebe dich über alles, hat aber zum Beispiel 10 andere Frauen, sagen wir zum Beispiel. Und die Frau glaubt das und sagt, nee, aber das ist meiner und ich glaube ihr natürlich alles und das ist Naivität. Aber pardon, ich würde lieber das Linke nehmen. Ja, ich würde das Linke nehmen. Okay. Okay, ich will das Video für das Mal stehen lassen. Ich weiß, es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich mag es, über die Sachen zu reden. So, vor allem, wenn eine bestimmte Frage kommt, habe ich immer was dazu zu sagen, weil es immer irgendwie, ich es mit meinem eigenen Leben verbinde. Und da kann ich immer was dazu erzählen. Und ich sehe es nicht unbedingt als ein Gaming-Video an, sondern mehr als ein Vlog, muss ich sagen, sowas. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ich jetzt ein leckeres Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Tube zu für dich. Im nächsten Video wiedersehen, dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1, Show! Was geht, Leute? Mein Name ist